So Leute, es ist Sonntag. Ich hole jetzt Oskar ab und dann geht's ab zur Terroristikbörse nach Recklinghausen, zur Terrarur. Also mal schauen. Drin filmen darf man natürlich nicht, fotografieren auch nicht. Aber ich werde mal berichten, wie es war und was ich so mitbringen werde. Geplant ist überhaupt nichts. So, diesmal wirklich nur eine kleine Styrobox, weil überhaupt nichts geplant ist. So Backup-mäßig. Wer weiß, wer weiß. Und jetzt fahren wir mal los. Ja, Thema Börsen ist halt immer ein Thema. Wer fährt zu welcher Börse? Warum, weshalb, wieso? Welche ist gut? Welche ist groß? Welche ist klein? Welche lohnt sich? Welche nicht? Ich glaube, diese Frage, welche sich lohnt und welche nicht, die kann ich gar nicht so richtig beantworten, weil es jede Börse total unterschiedlich ist. Also es kann ja sein, dass man zur Börse fährt und sagt, ich hätte jetzt gerne eine, was weiß ich, Art XY und die suche ich schon seit sehr langem. Auf einmal gibt es die da und ich finde die da und sage dann, ja, hat sich die Börse gelohnt? Ja, hat sich gelohnt, weil ich habe endlich das dort gefunden, was ich sonst nicht gefunden habe. Ne? Deswegen, es gibt eigentlich gar nicht so richtig gut und richtig schlechte Börsen, zumal man auch neuen Börsen die Möglichkeit geben muss, immer sich zu entwickeln. Auch da wird man immer danach sagen, in kleiner Runde oder auch vielleicht in einer größeren Runde der Organisatoren, dass man das und das, jenes, welches besser machen kann. Ne? Ich habe allerdings bei manchen Börsen, die wirklich schon auch ja, alt sind, also etabliert sind, habe ich das Gefühl, dass das in Teilen ausbleibt, sondern mehr ist mehr und mehr bringt mehr. Und ja, auf so mancher Börse, glaube ich, ist es angemessen, vielleicht auch durch den Eintrittspreis eine natürliche Selektion reinzubringen. Das heißt, dass weniger Tourismus auf diesen Börsen ist, sondern wirklich mehr Händler natürlich, also Händler, die wieder dazu motiviert werden, dass sie auch ihre Geschäfte machen. Es gibt sehr viel Börsentourismus. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist oder so, aber das ist schon brachial. Und da finde ich, ist ganz okay, wenn man da eine Selektion durch den Eintrittspreis reinbringt. Ich meine, manch einer fährt irgendwo 200 Kilometer zum Zoo, um da irgendwie im Exotenbereich schöne Exoten zu sehen. Da ist so 5, 10, 15, 20 € Eintritt für eine Börse auch gegeben, ne? Dass man sagt, okay, geben wir uns das mal einen Tag. Ne? Also ich kenne Stimmen, um das mal so frei rauszusagen, ich kenne Stimmen, die sagen, wir fahren da nur hin zum Gucken. Und ich weiß nicht, ob es das dann am Ende besser macht. Ja. Bin ich schon mal zum Gucken hingefahren, irgendwo zu einer Börse? Nee. Hab eigentlich immer irgendwie was mitgenommen. Heute fahre ich mit Oskar dahin. Ich habe vor, Zubehör zu kaufen. Und ja, für den Fall der Fälle habe ich die Styroporbox jetzt dabei. Weil auch einfach. Muss ich kurz aufpassen, dass ich den A6 hinter mir nicht im Moment kürzer mache. Ist es einfach so, dass auch für Börsen sich so, also für Zubehör sich so Börsen lohnen. Ne? Das finde ich schon extrem gut, weil man da wirklich alles kriegt in mehrfacher Auswahl und so weiter. Und natürlich kann man das auch über einen Versand regeln. Ne? Also von daher muss man sich das jetzt nicht schönreden. Aber Tourismus ist auf jeden Fall ein Thema. Ich würde sagen, ich sammle jetzt gleich mal den Oscar ein. Und dann fahren wir dahin. Wie gesagt, ich werde vor Ort keine Bilder machen können und auch nicht unbedingt wollen, weil, ja, was will man da zeigen, ne? Aber ihr werdet sicherlich sehen, was ich dann gekauft habe und ja, was ich für einen Eindruck von der Börse habe. Ich denke, es wird kein schlechter sein. Eine Ewigkeit später. So, ihr lieben Leute, Börse ist vorbei. Also Börse ist nicht vorbei, aber ich bin gleich wieder zu Hause. Oskar habe ich rausgeschmissen. Und es ist tatsächlich ein Tier geworden. Das zeige ich euch natürlich. Börse hat sich gelohnt, hat sich immer gelohnt. Sehr viele Menschen gesprochen. Und viele nette Menschen auf jeden Fall. Das war sehr cool. Ich habe auch nochmal so im Einzelnen Feedback zu den Mitgliederstreams bekommen. Was auch durchweg positiv war. Mal gucken, wann das kopiert wird. Auf jeden Fall, ja,
habe ich ein bisschen was gekauft. Ich brauche natürlich auch ein bisschen was. Anstehende Slings und ein bisschen Moos. Ein Tier ist mitgekommen. Das zeige ich euch gleich. Das Witzige zu dem Tier ist, dass ich mit dieser Art schon geliebäugelt habe. Und ich hatte gesehen, dass der Spider Store dieses Tier auf dem Shop, im Shop hatte. Auf der Seite im Shop, so. Und ja, halt da rumgelaufen und so. Ich habe dann auch mal so über den Tisch geguckt, gar nicht groß nachgefragt. Ich hatte gar nicht die Ambition, tatsächlich etwas zu kaufen. Aber es ist dann dieses eine Tier geworden. Weil der liebe Oscar nämlich, aufmerksam wie er ist, hat dann gesehen, alles klar, da ist doch das Tier. Ja. Und dann habe ich kurz einen Prozess gemacht und das Tier natürlich mitgenommen. Also einmal das Tier vom Spider-Store. Und ansonsten war das eine sehr angenehme Börse. Sehr viele Leopardgeckos waren auf jeden Fall dabei. Königspythons waren dabei. Schlangen im Allgemeinen waren ganz gut vertreten. Die Wirbellosen nach wie vor auch. Ne? Von den mit Hobbyisten aus dem Nachbarland der Niederlande. Sehr cool. Hat Spaß gemacht. Ist von der Börsengröße her genau das, wie ich mir das vorstelle. Es ist irgendwie Sonntag, es waren jetzt irgendwie, ich glaube, 1,5, 2 Stunden auf dieser Börse, gute Gespräche geführt, es war alles ein bisschen kompakter und so. Also ein sehr großes Herz für diese kleine Börse in der Festlandhalle in Recklinghausen. Und genau, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal wieder rein und dann schauen wir mal, was ich gekauft habe. Wie gesagt, nichts Wildes, aber einen kleinen Abholer auf jeden Fall. Und dann setze ich das Tier auch gleich um. Erstmal in eine Box, erstmal zum Gucken und das wird gut, denke ich. Also, bis gleich. So, das ist einmal die Ausbeute. Ich habe jetzt zweimal von Kerf habe ich Ofenfische nochmal mitgenommen. Die halten sich ja ewig und auch sehr gut. Ich mag im Übrigen die runden Dosen mittlerweile ganz gerne, wie Kerf sie jetzt hat. Die sind wirklich top. Hier muss man allerdings aufpassen, nochmal der Hinweis. Das hier ist eine Heimchendose ohne Luftlöcher. Für die Ofenfische genau das Richtige. Passt ganz gut, aber hier, ne? Keine Lüftungslöcher, das heißt nicht Erde reinmachen, Spinne reinsetzen, das mag sie nicht. Dann habe ich hier nochmal diese klassischen Braplastdosen. Sind das überhaupt Braplast? Ich weiß es gar nicht. Hier steht jetzt Berry drauf, kann man nicht lesen, mit der doppelten Belüftung. Haben einmal hier vorne die Belüftung und dann jeweils einmal am Deckel. Ist da so eingeschweißt, eingepresst, sieht man hier ganz gut. Die habe ich dann durch die Slings so ein bisschen separieren will. Und hier unten drunter habe ich nochmal, das ist einfach das beste Moos von Kerf, immer diese Rollen hier, ja, einmal das Moos an sich habe ich mitgenommen, das lege ich einfach hin und selbst wenn das durchgetrocknet ist, verwende ich es dann trotzdem, könnt ihr so auch in dem Video mit der Acanthus Gorea geniculata sehen. Ansonsten war es das einmal Futter und Zubehör und jetzt kommen wir nochmal zu der Spinne. So, hier haben wir das Tier. Das ist eine Formictopus auratus. Ja, die möchte jetzt flüchten. Das wollen wir jetzt natürlich nicht. Aber ich wollte sie hier einfach mal in der Heimchendose kurz abfilmen, damit ihr mal sehen könnt, was das für eine coole Farbe ist. Also natürlich auch wieder braun, aber hier mit dem goldenen Carapax da oben. Das sieht schon sehr gut aus. Ja, die Farben gefallen mir immer wieder. Ihr kennt das von der Pamphopoeus Species Mascara. Das ist einfach tippitoppi. Und genau, da mache ich jetzt die Box für fertig. Und dann kommt sie da erstmal rein. Und dann kriegt sie später dann auch ihr Terrarium. Ein freies Terrarium habe ich zurzeit nicht. Aber das soll uns ja nicht davon abhalten. Sieht wirklich klasse aus. Also mir gefällt die unwahrscheinlich gut. Von den Farben her. Mal gucken, wie zeigefreudig sie ist oder ob ich sie dann nie wieder sehe. Das werden wir dann sehen. Aber bei Formictopus, zumindest in der Vergangenheit, Cancerides und sowas, da habe ich eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht, dass die Tiere immer gut sichtbar sind. Tolle Farben. Okay, ich hole jetzt erstmal die Box her und dann geht's weiter. So, das ist jetzt die Box hier und da sieht man ganz gut,
passt alles soweit. Gerade großflächig gegossen, deswegen steht hier noch die eine oder andere Pfütze, aber die wird gleich weg sein und dann kommt das Tier da rein und kann sich erstmal akklimatisieren. Bis dahin mache ich jetzt erstmal noch ein Namensschild fertig, damit wir auch wissen, was hier drin wohnt. Und das war's dann. Ihr kennt diese Einrichtungsart, ne? Es ist nichts Spektakuläres, ganz einfach Höhle, zack, bisschen Laub mit reingebröselt. Das ist später gut für die Erde und das ist auch die Erde, die damit ins Terrarium gehen wird, als Basis für obendrauf dann. Oder unten drunter, je nachdem, mal schauen. Aber das mit diesem Laubgeschnetzeltem, das mag ich hier sehr. Wasserschale Tiere dürstet es doch meistens, meiner Erfahrung nach, wenn sie von der Börse kommen. Und von daher setzen wir sie jetzt rein. So, hier ist die gute Dame. Heute ein Einzelstück. Premiere. Aber so ist das, ne? Ich habe jetzt keine großen Anschaffungen geplant. Von daher passt das ganz, ganz gut. So, und hier ist diese Farbe, das, was ich meinte. Ich habe es heute Morgen noch im Auto beschrieben und das ist für mich einfach der Burner. Ja, sieht alles tippitoppi aus. Schön im Einklang mit dem Hintergrund. Passt soweit. Also, schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr jetzt heute alles mit von der Börse gebracht habt, wenn ihr in Recklinghausen wart. Und nochmal Grüße an alle, die ich getroffen habe und kurze, gute Gespräche geführt habe. Vielen Dank dafür und euch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.